Also, es ist das Paket. Soll ich es öffnen? Es ist vom Simray Shop. Also, der gute Danzo hat was rübergesendet zum Testen. Ich öffne. Wo ist denn jetzt hier das Mittelding zum Aufschneiden? Ist das hier nicht? The fuck? Ist das auf der anderen Seite? Nee. Was muss man denn hier... Wo ist denn dieses Stück zum Aufmachen? Ja gut, dann machen wir das halt auf die gute alte Dizzy Art. Na, weiß schon jemand, was da drin ist? Papier. Eine Feder. Noch mehr Papier. Schrauben. Neue Handschuhe. Als wenn Denzu einfach alles weiß. Neue Handschuhe. Aha. Was haben wir denn hier? Hallo. Was ist das denn? Oho. Eine Sache, die wahrscheinlich viele Menschen interessiert. So, Mozi, kann ich dir... Gib mal kurz her. Willst du hier in den Karton? Die stellen dir da hin. Also, das sind wohl die heiß begehrtesten Pedalen auf dem ganzen Planeten. Aktuell. Das sind die Pedale, wo fast jeder nach schreit und sie kaufen möchte. So wie es aussieht. VRS. Viel zu leicht. Für mich. Okay. Das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Das haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Okay. Aber ist doch Zucht drauf. Nicht viel, aber es ist Zucht drauf. Aber es kann ja auch nicht jeder so ein Vani sein wie ich, ne? Aber wir gucken jetzt erstmal, was hier alles so drin ist. Also auf jeden Fall gibt es erstmal Schrauben dazu. Das finde ich bei Denzo sehr, sehr schön. Hier ist wirklich alles mit dabei. Das Einzige, was hier nicht dabei ist, sind Unterlegscheiben. Es gibt keine Unterlegscheiben. Nicht Unterlegscheiben, sondern Nutsteine. Aber vielleicht sind sie hier drin. Was haben wir denn hier drin? Das wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, der Controller sein, korrekt? Copy. Das ist der Controller für die Pedale. Das ist das zugehörige Kabel. Hier sind noch Unterlegscheiben drin. Und hier ist nur ein Zettel drin. Hier gibt es keinerlei Erklärung zu diesem Produkt in dem Gerät. Okay. Aber es gibt ein tonnenweise Unterlegscheiben. Das finde ich geil. Ich brauche nämlich neue. Dann werden wir die gleich mal inspizieren, wa? Bozi hat sich erstmal einen Karton gegönnt. Achso, könnt ihr nicht sehen, ne? So, was haben wir denn hier? Wie können wir denn hier die Bremse... wie können wir denn theoretisch das ganze Ding hier lösen, um die Feder zu wechseln? Was ich schön finde, wir haben sehr viele Einstellmöglichkeiten. Wir können das den Fuß kippen. Wir können sie hochklappen. Also... gerade aufstellen. Wir können hier wahrscheinlich auch noch die Vorspannung noch wechseln. Die Lotzell ist vorne drin. Ja, die ist vorne drin. Die ist hier quasi. 200 Kilo Lotzell ist hier drin. Also ein bisschen bewegen können wir sie. Die Frage ist nachher, wie viel da noch kommt, wenn man da richtig reinpährt. Gaspedal haben wir genau dasselbe. Also können wir auch aufstellen. Wir können das hier alles anpassen, was ich selber ein bisschen weich finde. Aber das ist auch persönliche Präferenz. Aber da wird es bestimmt auch noch einen Wechsel geben. Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr gut. Also keine scharfen Kanten, nichts. Ist alles schön abgerundet. Und ich finde sie sehr schön. Also ich finde sie optisch wirklich sehr ansprechend. Unglaublich ansprechend. Oh, hier können wir sogar noch den Stop ändern. Hier. Also das können wir noch weiter nach oben schieben, damit wir nicht so weit reintreten können. Ist auch schön. Also Modifizierbarkeit dieser Pedale ist gegeben. Ist das die gleiche Länge? Ja, dann wird das hier wahrscheinlich die schwerere Feder sein. Nehme ich an. Tja, bauen wir die heute noch an? Oh, wow. Theoretisch könnten wir das machen.
Die Frage ist, ob ich die richtige Lochung dafür habe. Die rote Feder ist die schwere. Na, dann ist ja alles gut. Dann ist das ja genau für mich ausgeliefert worden. Dann ist das ja genau richtig ausgeliefert worden. So, jetzt gucke ich mir mal Denso seine Handschuhe an. Weil die kamen ja jetzt auch noch mit dazu. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Simbray Shop Handschuhe. Aber ich glaube, die sind zu klein. Oh, die sind sehr klein. Das gibt taube Finger. Oh ja, die sind sehr, sehr klein für meine Pfoten. Die müssen wir erst ein bisschen ausleiern. Aber der rechte geht einfacher. Aber die fühlen sich gut an. Also die sind schön innen drinnen. Der Grip ist, könnte für meinen Geschmack ein bisschen döller sein. Aber das kann ja am Lenkrad nachher wieder auch noch was anderes sein. Ansonsten sind die wirklich schick. Mal ausprobieren. Aber ist bei mir auch natürlich, ich bin ja jetzt 2 Jahre Sparko-Handschuhe gefahren. Ist für mich ist alles nur Umgewöhnung. Also schön sind schön luftig, schön dünn. Frage ist, wie lange die nachher am Ende halten. Ne? Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Was ich schön finde, da hat Denso sehr gut mitgedacht, hier am Daumen. Die wichtige Stelle ist verstärkt. Testen wir auch mal. So, jetzt ist die Frage, wollen wir die Apparate hier anbauen und ausprobieren? Das wird ein sehr, das wird ein großes Fluchorchester. Ich hätte ja schon Lust, sie auszuprobieren. Also sexy sind die alle Male, ne? Also das ist wirklich ein sehr schönes Stück Hardware. Also muss ich einfach, also muss ich neidlos anerkennen, das ist wirklich ein unglaublich schönes Stück Hardware. Kann man wirklich nicht anders sagen, dass sie, also hier ist auch nichts dran, wo ich sagen würde, boah, das ist aber wirklich Much. Hier ist alles Metall, Alu, bis auf das Kabel und die Stops. Das finde ich nicht so schön, das Orange, aber das ist auch persönliche Präferenz, das hätten sie ein bisschen anders machen können. Also eine andere Farbe. Aber ansonsten sind das wirklich unglaublich schöne, sehr schöne Pedale. Die Frage ist nachher, wie die Bremse ist. Aber das sind ja die Dinger gerade aktuell. Und ich bin auch noch nie mit 2 Pedalen only gefahren. Ah, das kann man auch noch verschieben, für die, wahrscheinlich für die Vorspannung, nehme ich an. Aber das wirklich, das Gaspedal ist sehr leicht und hat auch, finde ich persönlich, einen sehr kurzen Pedalweg. Also der könnte für meinen Geschmack ein bisschen länger sein. Wir könnten hier unten noch ein bisschen was rausholen, weil der Stop noch unten ist. Also das könnte man noch machen. Man könnte sie sogar noch weiter nach hinten. Das finde ich übrigens sehr schön, dass man sie noch weiter nach hinten klappen kann. Aber was ich halt sehr komisch finde, ist, wenn wir sie auf dieselbe Höhe stellen, dass das Gaspedal weiter hinten ist. Das finde ich weird. Also schon in der Standardstellung. Kann man das sehen? Ja, ne? Ich habe die nämlich immer gerne auf derselben Höhe. Ist das hier höher als das? Nö, eigentlich nicht. Ist das normal? Also ist das im Auto auch so? Nee, oder? Also ich meine nicht, dass das groß störend ist. Das ist mehr so ein optisches Ding. Oder ist das Gaspedal? Nee, das Gaspedal ist auch nicht kürzer. Aber gut, das sollte ja jetzt erstmal nicht groß störend sein. Ich bin halt wirklich am Überlegen, ob ich die jetzt anbaue. Weil das Bauen ist... Also ich könnte fluchen, Chat. Und schwitzen und mich ärgern, weil das da wirklich sehr eng ist da unten. Aber ich möchte auch wissen, wie die sich treten, weil das sind die... Also ich glaube persönlich im Budget-Bereich, also wenn wir jetzt nicht von den Simocube-Pedalen reden, sind das hier wohl die gehyptesten Pedale, die es gibt. Würde ich mal behaupten. Also es gibt keine Pedale, die so gehypt sind wie die und ständig ausverkauft sind. Boah, nach 2 Jahren auf der Bremse umsteigen, du? Ja gut, Chat, lasst mich mal einmal ganz kurz in mich gehen, noch kurz mit euch reden und dann bauen wir die jetzt an.